Woher nehmen Sie Ihre Inspiration? Das ist bei jeder Arbeit immer wieder ganz unterschiedlich. Irgendwo fängt es mit an. Also das Größte, was jetzt hier und die neueste Arbeit zum Beispiel hier, die Tanz heißt, mit diesen Fotovergrößerungsgeräten, da habe ich über lange Zeit diese Geräte gesammelt und mir immer vorgestellt, ich mache damit eine Installation, die die Arbeiten von dem Edward Muybridge auf den Kopf stellt. Der hat mit ganz vielen Fotoapparaten so Serienfotos gemacht und dann als Daumenkino zu einem Film werden lassen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt eben nicht die Kameras nehme, mit denen die Bilder aufgenommen werden, sondern die Vergrößerungsgeräte, mit denen die vervielfältigt werden, und lasse die einen Film projizieren, dann tue ich da eben 16 Einzelbilder rein und dann wird ein Film daraus. Aber ich habe dann lange nicht gewusst, was tue ich da für ein Bild rein, also was für ein Motiv. Ja, und dann kam die Anfrage, ob ich die Ausstellung hier mache in dem Perzinersaal. Und weil das so ein Ballsaal ist und dann hier auch diese Figuren da oben immer so Mann und Frau stehen und hier getanzt wurde, habe ich dann gedacht, super, da mache ich jetzt ein Bild von einem tanzenden Paar da rein. Und so hat sich das ergänzt. Also erst die Maschinen waren schon da und die Idee, was die machen sollten, aber das Bild war noch nicht da, das kam dann durch diesen Raum hier. Und wie lange haben Sie an dieser Ausstellung gearbeitet, bis sie ganz fertig war? Also der Aufbau hier hat eine Woche gedauert, aber diese Arbeit hier zum Beispiel, über die ich eben gesprochen habe, der Tanz, da habe ich 5 Monate dran gearbeitet, bis die so fertig war. Bei jeder Arbeit ist das unterschiedlich, ne? Naja, ich mache das ja schon lange. Also die erste Arbeit hier, diese Weltmaschine, die ist von 1986. Also da ist irgendwie schon seit vielen Jahren arbeite ich mit unterschiedlichen dieser Objekte und immer wieder gibt mir eine neue Ausstellung die Inspiration fürs Nächste. Also ich stelle gerne Dinge auf den Kopf. Wie ich eben erzählt habe von dem Muybridge, der hat so Fotos gemacht. Ich drehe die Fotos jetzt um und mache daraus einen Film. Oder diese Arbeit hier, Äquator, das war mal so eine Stehlampe. Die habe ich auch auf den Kopf gestellt quasi. Also die Glühbirnen waren mal oben in der Luft und jetzt steht das auf den Glühbirnen. Also denke ich immer, wie nehme ich jetzt so ein Ding und was passiert, wenn ich das jetzt ganz anders mache? Ich stelle das auf den Kopf. Das Material, wo kriegen Sie das her? Also die Filmaufnahmen, die mache ich alle selber. Ihr habt das wahrscheinlich hier gesehen. Es ist alles irgendwie rund. Ne? Also es geht immer so, es sind so kreisförmige Sachen. Deshalb gibt es schon so ein paar Elemente, wenn ich die irgendwo sehe auf dem Flohmarkt oder sonst irgendwo in einem Trödelladen oder ich weiß nicht wo, etwas, was so eine Form hat, die mir gut gefällt, dann kommt die erstmal in mein Lager. Und die ganzen Motoren, basteln Sie die selber zusammen oder? Die Motoren, das ist das Schwierigste, die zu finden, dass sie in der richtigen Geschwindigkeit laufen, genau. Da habe ich auch ein großes Repertoire. Aber zu einem Motor kann ich was sagen, das ist der von der Zeitmaschine da hinten, der große. Das ist der Waschmaschinenmotor aus der Waschmaschine von meinem Hausarzt. Als der sich eine neue gekauft hat, der wusste, was ich so mache, ne, diese Arbeiten, hat er gesagt, ich habe da jetzt eine neue Waschmaschine, möchtest du aus der alten den Motor haben? Und dann habe ich mir den ausgebaut.